Ich bin heute beim Paintball und habe mir drei Kollegen mitgebracht. Habt ihr schon mal Paintball gespielt? Nein. Einmal? Ja. Ihr werdet da unten gleich in zwei Teams gegeneinander antreten und natürlich aufeinander schießen mit so kleinen Farbkügelchen. Also die Kugeln sind mit ungefähr 300 km/h unterwegs, das ist also ordentlich Geschwindigkeit. Ja, heißt, der ein oder andere Treffer heute wird auch seine Spuren hinterlassen. Deswegen ist gute Schutzkleidung wichtig und wir werden noch sehr dankbar dafür sein. Die sogenannten Marker schießen mit Druckluft. Die Farbkügelchen sind im Magazin über dem Lauf. Für Kids ab 12 gibt es das Ganze auch mit Schaumstoffkugeln. Aber unsere Mission heute ist ab 18. Bei City Paintball gibt es 5 verschiedene Spielfelder. Wir entscheiden uns für ein besonders großes mit vielen Verstecken. Ein Team geht gleich hier vorne rein, das andere Team geht drüben in den Startbereich. Kriegt einer von euch eine Kugel ab, dann hebt er die Hand, ruft einmal schön laut Hit! Damit jeder Bescheid weiß. Und dann geht man auch mit gehobener Hand wieder zurück in den jeweiligen Startbereich und wartet dort so lange, bis die Runde vorbei ist. Wichtig beim Paintball-Spielen ist, in Bewegung zu bleiben. Wer sich nur hinter seiner Deckung versteckt, verliert. Ein Tipp, schleicht euch hinter die feindlichen Linien, dann habt ihr so gut wie gewonnen. Bei dieser Aktion bewahrt uns der Halsschutz vor einem schmerzhaften und vermutlich auch gefährlichen Treffer. Die Wucht der Treffer zeigt ein Querschläger, der unseren Fotografen am Arm erwischt. Ich glaube, man muss schon der Typ dafür sein, um das zu spielen. Ich glaube, Junggesellenabschiede machen das relativ oft, dass dann irgendwie der zukünftige Bräutigam ins Hasenkostüm muss und dann von so Halbautomatik-Knarren abgeballert wird. So, also für sowas ist es, glaube ich, ganz gut, aber wenn man es dann professionell betreiben will oder hobbymäßig betreiben will, dann braucht man, glaube ich, schon so eine Affinität zu Pistolen und so ein bisschen zum auch dazu, mal öfter mal eine Wunde davon zu tragen beim Sport. Aber wozu das alles? Unter pazifistischen Gesichtspunkten ist dieses Hobby mehr als bedenklich. Ach ja, es ist ja, man spielt ja nicht Krieg, sondern es ist ja im Endeffekt ein Sport und es ist eigentlich ein Spaß, man versucht sich gegenseitig zu treffen. Es ist ja auch nicht so, dass man am Ende Beine und Arme amputieren müsste, sondern es zwiebelt halt ein bisschen und ich würde da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. In unserer Vierergruppe hätte uns die Stunde Paintball-Spielen unter der Woche pro Nase etwa 40 Euro gekostet. Mit dem Kauf der Patronen ist es nämlich nicht getan. Hinzu kommt die Platzmiete und Sicherheitsausrüstung wie Handschuhe, Overall, Tiefschutz und Gimmicks wie das Hasenkostüm. Das kann allerdings auch selbst mitgebracht werden.